Speicher, das war noch so ein Thema, das gefehlt hatte. Und heute dachte ich, sprechen wir mal über Adressräume, also dass Sie quasi die Grundlagen von Adressräumen kennenlernen, dass Sie unterschiedliche Adressierungen von Programminstruktionen kennenlernen, den Heap und den Stack verstehen, wie der speichertechnisch aufgebaut ist. Und dass Sie die Funktionsweise, also die grundlegende Funktionsweise einer MMU verstehen und im Prinzip auch einfache Adressberechnungen selbst durchführen können. So, kurze Wiederholung, was war da? Prozesse hatten wir ja schon genannt. Da ging es hauptsächlich um die Virtualisierung der CPU. Und in der zweiten Vorlesung war es ja dann das Scheduling. Und da ging es hervorragend um die Zuteilung von CPU-Ressourcen. So, was fehlt noch eben, wie schon erwähnt, der Speicher. Das ist irgendwo muss ich das ja alles reinladen. Also zum einen mal den Programmcode und zum anderen ja auch die ganzen Variablen, die man verwendet. Ne? Und dafür haben wir dann später auch den Stack und den Heap. Fangen wir mal an. Teil 1 der Adressraum. Da kann man sich überlegen, wie war das eigentlich alles am Anfang? Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der noch ganz, ganz früher einen Rechner hatte, wo eben noch kein Windows oder Linux drauf lief oder kein Unix-System drauf lief, wo die Betriebssysteme noch relativ einfach gestrickt waren und die Hardware auch. Und wie hat so ein System damals funktioniert? Zum einen war das Betriebssystem vollständig in den Speicher geladen. Ne? Also das war komplett im Hauptspeicher präsent. Dann gab es in der Regel genau einen laufenden Prozess, also ein Programm, und das konnte im Prinzip den Rest vom Speicher nutzen. Das ist eigentlich auf dem Bild rechts. Sieht man das ganz schön. Ne? Da ist von 0 bis 64 Kilobyte, da ist das Betriebssystem reingeladen mit all dem Code und all seinen Daten. Und der komplette Rest bis zum Maximum vom Speicher war eben für so ein laufendes Programm reserviert. Da hat eben dann der Code und die Daten reingepasst. Das war aus Anwendersicht, aus Programmierersicht sehr einfach zu programmieren. Und auf dem Betriebssystem her war da die Verwaltung relativ einfach. So das eine oder andere Betriebssystem hat man da vielleicht im Kopf, das genau so funktioniert hatte, wo man dann die Programme reingeladen hat und das Programm, das dann lief, hat eben den Rest vom Speicher verwendet. Und so war das damals. Dann kamen ja irgendwann Multitasking-Systeme, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und da hatten wir bisher ja kennengelernt, das Betriebssystem kann verschiedene Prozesse schedulen. Das heißt, jeder Prozess bekommt erstmal seinen eigenen Speicherbereich. Jetzt für heute, also für die Vorlesung, gehen wir auch davon aus, dass jeder Prozess einen eigenen Speicherbereich hat, so wie das auf dem Bildchen rechts ist. Das heißt, ich habe einmal auch hier wieder von 0 bis 64 kb das Betriebssystem reingeladen, dann ist bis 128 kb frei. Dann kommt Prozess C, da liegt eben der Prozess mit seinem Code, seinen Daten, alles Mögliche, was er so hat. Danach kommt direkt quasi in der nächsten Region kommt Prozess B, auch wieder mit Code und Daten. Da ist wieder frei, dann kommt Prozess A und der Rest vom Speicher bis zu den 512 kb. Ist frei. Wir gehen jetzt auch in dem Beispiel von relativ einfachen Speicherbereichen aus. Jetzt versuchen wir mal das Problem zu lösen. Also jeder Prozess hat ja einmal seinen eigenen Speicherinhalt. Und jetzt versuchen wir mal das Problem mit diesem Speicher zu lösen. Jeder Prozess bekommt also einen Teil vom Speicher, aber die Frage ist ja, wie kann ich eigentlich den Zugriff auf den Speicherbereich schützen? Also wie kann ich sicherstellen, dass zum Beispiel der Prozess A nicht auf den Speicherbereich von Prozess C zugreifen kann? Und die Frage ist aber auch, wie kann ich zum Beispiel den Speicherbereich, in dem das Betriebssystem liegt, davor schützen, dass der Prozess A nicht darauf zugreifen kann? Ne? Also kann man sich jetzt so vorstellen, wenn ich irgendwo auf den Speicher zugreifen möchte, gebe ich halt im Prinzip die Speicheradresse ein. Und ich könnte jetzt hier eine Speicheradresse eingeben, die zwischen 0 und 64 kb liegt. Und dann könnte ich ja irgendwas im Betriebssystem manipulieren oder Daten rauslesen oder vielleicht auch reinschreiben. Na, das muss man sich jetzt einmal überlegen, wie man das Problem angehen kann. So. Der Trick, erstmal über das wir sprechen, ist der Adressraum. Und der Adressraum, also auf Englisch Address Space, ist eine sehr, sehr vereinfachte Abstraktion des Speichers.
Was packen wir da alles rein? Wir packen da einmal das laufende Programm rein, also sprich den Prozess. Das ist das, was wir die ersten ein, zwei Vorlesungen schon kennengelernt hatten. Das ist sehr, sehr einfach. Ne? Also da sprechen wir wirklich von dem Programmcode, also den Code Instruktionen, den wir da reinladen. Der ist in der Regel nicht veränderbar oder sollte nicht veränderbar sein. Das heißt, den kann ich direkt an den Anfang von dem Speicherbereich reinladen. Das ist dann das Code-Segment, das sieht man auf dem Bild rechts oben, das geht jetzt in dem Beispiel von 0 bis 1 kb. Und hier liegen eben die Programmanweisungen, also auf Englisch die Instructions. Dann haben wir noch zwei andere Speicherbereiche, die hatten wir auch schon mal in den ersten beiden Vorlesungen erwähnt. Das ist einmal der Stack und einmal der Heap. Und beide Speicherbereiche können wachsen und schrumpfen. Das Heap-Segment, da stecken dynamisch allokierte Datenstrukturen drin oder dynamisch allokierter Speicher für Datenstrukturen, die man zum Beispiel unter C mit malloc reserviert. Der, also rein rechnerisch, wächst er erstmal ins Positive. Also auf dem Bildchen wächst er quasi nach unten, was dann vom Speicherbereich her ein größerer Wert ist. Der Stack ist gerade entgegengesetzt. Da liegen erstmal alle lokalen Variablen drin, alle Argumente von Routinen, Rückgabewerte etc. Und der wächst eben ins Negative. Also, und jetzt ist die Frage, warum hat man das eigentlich so angeordnet und nicht irgendwie nacheinander folgen? Das ist ganz einfach. Wenn ich für einen Prozess oder für ein Programm jetzt solchen Speicher erstmal reserviere, dann habe ich ja diese beiden Speicherbereiche, die werden jetzt unterschiedlich genutzt. Und die können bei dieser Anordnung unabhängig voneinander wachsen, bis sie sich irgendwo in diesem freien Bereich treffen würden. Dann hätte mein Programm keinen Speicher mehr und dann müsste ich eben diesen Speicher für mein Programm nochmal vergrößern. Also das ist erstmal die Idee zwischen Heap und zwischen Stack, warum die gegensätzlich angeordnet sind. Und die Funktionsweise vom Stack, die hatten wir ja das letzte Mal schon durchgesprochen. So, Speichervirtualisierung. Jetzt haben wir uns mal überlegt, wie sieht so ein Adressraum aus. Und jetzt hatten wir ja auch bei den ersten zwei Vorlesungen schon mal über die Virtualisierung der CPU gesprochen. Ja, Sie erinnern sich vielleicht an die allererste Vorlesungseinheit. Da war am Anfang ja dieser Pfirsich, den ich so schnell rumreiche, dass jeder denkt, er hat einen eigenen Pfirsich, und so ist es ja genauso mit der CPU im Multitasking. Ich reiche die CPU so schnell durch die Prozesse durch, dass jeder Prozess denkt, er hat eine eigene CPU, und da er eh nur läuft, wenn er die CPU hat, ist es für ihn erstmal transparent. Aber die CPU oder die Zuweisung von der CPU ist auch dementsprechend transparent gestrickt, dass es für den Prozess tatsächlich aussieht, als läuft er auf der CPU. So. Und jetzt ist es bei der Speichervirtualisierung genauso. Diesen Adressraum, den ich dem Prozess geben möchte, ist jetzt nicht der echte physikalische Adressraum, sondern irgendwo anders in meinem kompletten Speicher, je nachdem, was mein Rechner das ist, ne, hat man heute irgendwie 16 GB, 32 GB, 64 GB RAM in so einer Maschine. Das ist irgendwo in diesen 32 oder 64 GB RAM. Ja, da lade ich meinen eigentlichen Prozess rein. Der Prozess denkt allerdings, dass er an einer komplett anderen Adresse liegt. Das heißt, ich sage dem gar nicht, wo der tatsächlich im Hauptspeicher liegt, sondern ich gebe dem irgendeine andere Adresse. Wie man das berechnet, da schauen wir uns gleich noch an. So, warum mache ich das eigentlich mit der Speicherbetriebsierung? Also irgendein Grund muss es ja haben. Und ein Grund ist die Transparenz. Also der Prozess weiß nichts von seinem Glück. Und er denkt munter, dass er auf physikalischen Speicher zugreift. Das macht es relativ einfach für den Programmierer, der er sich noch nicht drum kümmern muss, wie auf Speicher zugegriffen wird. Dann habe ich noch ein anderes Ziel, das ist im Prinzip die Effizienz. Und da gibt es zwei Punkte, die mich interessieren. Das eine ist die Speichereffizienz und das andere ist die Zeiteffizienz. Beim Speicher kann man sich das so vorstellen, da gehe ich jetzt einmal zurück. Wir haben jetzt in dem Bildchen eine gewisse Annahme getroffen. Und zwar habe ich ja rechts drei Prozesse und man sieht da auch noch vier Speicherbereiche. Und jetzt ist es tatsächlich so,
dass sie alle gleich groß sind. Und würde jetzt noch ein vierter Prozess kommen, dann könnte ich den oben reinladen oder in den zweiten freien Slot oder den dritten oder den vierten freien Slot. In echt ist es tatsächlich so, dass diese Speicherbereiche auch die Größe von den Prozessen im Speicher nicht immer gleich groß sind, sondern ich muss eben schauen, wo passt jetzt so ein Prozess mit seinen Daten rein. Und das sollte eben auch nicht verteilt sein. Und das ist so die große Herausforderung für so auch fürs Betriebssystem, dass es sich eben da entsprechend darum kümmert, dass dieser Speicher möglichst effizient genutzt wird. Kann man sich so vorstellen, angenommen, ich würde jetzt noch einen vierten Prozess reinladen, und zwar in den untersten Slot von 448 bis 512 kb. Und jetzt käme ein Prozess rein, der größer ist als einer dieser drei übrigen Slots. Ja, was mache ich mit dem? Das heißt, ich kann diesen Prozess eigentlich gar nicht starten, obwohl ich noch speicherfrei hätte. Und das ist eben dieses Thema Speichereffizienz. Das andere ist tatsächlich die Zeiteffizienz. Also wie kann ich diese Übersetzung, diese Virtualisierung so gestalten, dass es möglichst zeitnah passiert? Also ich möchte beim Zugriff auf Speicherbereiche nicht allzu viel Zeit verlieren, wenn ich da virtualisiere. Und dann habe ich noch ein drittes Ziel, das darf man auch nicht vergessen. Ich möchte natürlich alle Prozesse voneinander schützen. Also ich möchte nicht, dass irgendein Prozess auf den Speicher von einem anderen Prozess zugreift, da was reinlädt, da was rauslädt oder vielleicht eigene Programminstruktionen an der Stelle reinschreibt.